Wie sicher sind österreichische Schulen? Welche Rechte und Pflichten haben unsere Pädagogen? Viele Fragen, kompetente Antworten und Lösungen im Zuge des Sicherheitstrainings im Rathaus. Warum muss man solche Seminare machen? Man hat offensichtlich erkannt, dass es einen Bedarf gibt an Rechtssicherheit für Pädagogen und Pädagoginnen im täglichen Umgang im Schulbetrieb. Es sind da sehr oft Fragen und Situationen zu klären, ad hoc zu klären, die eine große Rechtskompetenz den Pädagogen und Pädagoginnen abverlangen. Was ist denn jetzt Ihre Ausbildung? Wieso wissen Sie das alles? Ich bin seit circa 5 Jahren in diesem Bereich tätig, darf auch an allen pädagogischen Hochschulen vortragen und denke, dass hier sehr viele parallele Vorfälle Polizei und Pädagogen passieren und hier wir unsere Erfahrungen und Praxis einbringen können. Vorkommnisse gibt es in allen Schulen, ob das jetzt die Volksschule ist, ob das Hauptschulen sind oder NMS oder ob das eben Sonderschulen sind. Ja, da gibt es viele verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass Kinder Zigaretten zum Beispiel mithaben oder gefährliche Gegenstände. Sie müssen noch gar nichts tun, aber alleine, dass sie es herzeigen, werden die anderen Kollegen, Schulkollegen verunsichert, sie erzählen es dann. Und was machen wir als Pädagogen, wenn das Kind nicht bereit ist, diese Gegenstände herzugeben? Und das ist auch mit ein Thema, das wir heute behandeln werden. Was sind denn so die Themen, die so möglicherweise täglich in den Schulen Österreichs passieren? Wir grenzen jetzt einmal die Super-GAU-Geschichte des Amokslaufs aus, sondern belassen es einmal auf den täglichen Situationen, Abnahme von gefährlichen Gegenständen, Probleme mit leuchtenden Handys, Durchsuchung von Schultaschen. Alle diese Dinge sind ja rechtlich geregelt, allerdings in der Praxis sehr schwer umzusetzen und da möchten wir das entsprechende richtige Verhalten auch den Pädagogen und Pädagoginnen beibringen. Passiert das manchmal, dass man wirklich angegriffen wird von Schülern? Naja, es gibt es immer wieder, dass Kinder streiten oder raufen und dann so vielleicht in einer Situation sind, wo sie gar nicht mehr herauskommen. Dann muss der Lehrer eingreifen, selbstverständlich. Aber wie weit darf er gehen? Darf er dieses Kind anhalten? Darf er es halten? Muss er es loslassen? Ist das Einschätzen der Gefahr ist immer so ein subjektives. Aus Ihrer Erfahrung, wie sicher sind denn Österreichs Schulen? Grundsätzlich ist festzustellen, dass die österreichischen Schulen sehr wohl sicher sind. Wir hatten noch nie solche Situationen wie in Deutschland und Amerika. Es gilt sich aber darauf vorzubereiten, hier sensibel eben mit dem im Umgang von Rechtssicherheit und Selbstsicherheitstraining. Wie ich dieses Seminar geplant habe, da waren so diverse Meldungen in den Medien über Vorkommnisse in Schulen. Das haben wir zum Anlass genommen, dass wir den Herrn Pföhl kontaktiert haben, ihn gebeten haben, was dürfen denn Pädagogen eigentlich in den Schulen? Was ist unser Recht? Was ist unsere Pflicht? Es gibt natürlich vom Bundesministerium und vom Landesschulrat immer wieder Erlässe und Verhaltensregeln. Nur wir denken uns halt geschrieben, das muss man sich durchlesen, das muss man halt sich merken. Und wir als Lehrer wissen ja, dass Gesehene und das Getane ist immer leichter zu merken. Und das war für mich der Anlass, dass ich den Herrn Pföhl gebeten habe, nach Niederösterreich zu kommen. Er kommt ja aus Salzburg. Und mit uns ein Sicherheitstraining durchzuführen. Wo sind denn die Schwerpunkte der Probleme? Je älter die Kinder sind oder ist das auch schon in der Volksschule ein Thema? Es beginnt auch schon in der Volksschule. Es geht natürlich auch um Werteverschiebungen. Hier werden auch die Pädagogen und Pädagoginnen gefordert, Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen. Und diese Verschiebung von der pädagogischen Ausbildung in Richtung Erziehungsmaßnahmen sind natürlich sehr schwierig zu gewährleisten. Und da muss einfach eine Schnittstelle getroffen werden. Haben Sie das Gefühl, dass das also offensichtlich eine Notwendigkeit ist, solche Seminare durchzuführen? Ja, wir bieten die Seminare an. Der Zulauf ist ungebrochen groß. Wir haben über 1500 Pädagoginnen und Pädagogen bereits ausgebildet und erkennen jetzt kein Abschwächen des Bedarfes. In der Zwischenzeit hat das Rechtssicherheitstraining auch österreichweit Formen angenommen und wir sind sehr stolz darauf, hier Impulse setzen zu dürfen. Österreich-Schulen sind sichere Schulen? Auf jeden Fall. Also da stehe ich hundertprozentig dahinter. Das sind sichere Schulen. Wir müssen uns nicht fürchten. Das ist selbstverständlich, aber es ist eine Sicherheit auch für die Pädagogen, zu wissen, was darf ich, was kann ich machen. Und
Trainings sind immer gut. Man soll vorbereitet sein für Eventualitäten, das wissen wir aus allen Bereichen. Auch Ärzte trainieren Notfälle und auch wir sollten so etwas immer und stetig trainieren. Wir hoffen, dass das heute wirklich fruchtbringend ist.